Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Multibären Band. Da gibt es hier eine neue Folge mit den Multibären und StarCraft 2. Auf Traumfänger-LE gegen einen Terraner. Terraner. Keiner mag Terraner. Aber heute versuchen wir uns zu besiegen. So, good luck, have fun. Und Feuer frei. Mal gucken, was er spielt. Wir spielen auf jeden Fall irgendwas mit einer Robo. Ich muss mir auch langsam mal wieder Builds angucken. Also, bin ja langsam. Also, ich bin ja raus aus dem Spiel gewesen eine ganze Weile. Und ja, wir machen auf jeden Fall nicht dicht. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Wir nehmen auf jeden Fall den Kubernetes-Kern, bevor wir eine Echse setzen. Damit wir halt ein bisschen schneller am Tech sind. Und der Terraner kommt eh erst später. Entweder macht er jetzt schnelle Echse. Oder kommt irgendein Cheese-Kram auf uns zu. Aber wir lassen uns auf jeden Fall damit überraschen. Drohne geht vor. Wir nehmen Gas, wir nehmen Speed, Gas, noch eine Drohne. Sonde. Übliches Problem. Alles für mich Drohnen. Oh, das hat mich schon entdeckt. Mal gucken, ob wir ein bisschen Gas haben. Ein Gas hatte. So, wir nehmen Pylone. Sonne ist wieder frei. Wollen wir mal reingucken. Kubernetes-Kern. Zweites Gas und. Eure Sonden werden angegriffen. Baut er was? Baut er was? Oh, die Echse, sehr schön. Dann nehmen wir jetzt auch eine Echse. Aha. Gucken, was wir machen oder was? Hier geblieben, nicht so viele. Einer reicht. Ja, doch, das wollten wir einen Stalker schnell raus, Krone boosten, dann nehmen wir die Exa. Gut, nehmen wir nicht die Echse. Ich weiß nicht, ob die oben hier safer ist. Dann nehmen wir die Echse. Und produzieren schön weiter. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Schön weiter Worker. Eure Sonden werden angegriffen. Jetzt zwei Sonden von mir gekillt. Ich bin bestimmt. Wie ihr befehlt. Gibt's doch nicht. Eure Sonden werden angegriffen. Ach! Jetzt hat er zwei Sonden gekillt. Sieht schon mal nicht ganz so gut aus für mich. Kalt ist die Leere. So, brauchen wir schnell noch eine Pylone. Nein, du sollst den angreifen, Junge. Wir sind eins in den Schatten. Ich bin hier in den Schatten. Forschung abgeschlossen. Ihr seid auf mich an. Ach, verdammte Scheiße. Eigentlich drei abziehen hier. Nicht genügend Energie. So, wir wollen noch immer weiter. Hat ein bisschen was gekostet. Wo kam der eigentlich hier hoch, der Reaper? Hier ist doch kein Aufgang. Na egal. Ja, das ist echt ein blöd. Das ist eigentlich eine blöde Echse. Weil unser Main damit nicht safe ist. Was macht der eigentlich hier? Was ist hier runter und da? Wie
Okay. Das ist schon ein bisschen komisch. Ah, ich hasse Terraner. Ganz ehrlich. Ah, wie ich sie hasse. Lenk mich mit Kleinkram ab und dann killen sie mich. Scheiß. Da war er nicht. Ah, doch, hat er schon. Da hat er doch ganz schön viel. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Halt, halt, ja, genau. Den Mist hat er nämlich. Fakens. Okay, wir brauchen auf jeden Fall was gegen Fliegekram. So, brauchen wir noch ein bisschen Gas. Das haben wir nämlich jetzt gerade ein bisschen vernachlässigt. Und Pylonen natürlich vergessen. Wie soll man einen Angriff starten, wenn man die Pylonen vergisst? Was wünscht ihr? Geht uns. Das ist schlecht zu fighten. Na. Da aber wäre ganz schlecht gewesen zu fighten. So, wir nehmen auf jeden Fall noch eine Echse. Definitiv Kolosse. Upgrades und bauen noch mal ein paar Luftabwehrtürmchen hin. Das war verschenkt, komm. So, eine Echse geben wir ihm auf jeden Fall nicht noch. Wir nehmen unsere eigene Echse auf jeden Fall weiter aus. Wir brauchen Upgrades. Nehmen wir gleich ein doppeltes Upgrade. Viel mehr Gas.
sehr viel mehr. Jetzt kommt er. Schlecht. So, er versucht jetzt auf jeden Fall eine Exit zu nehmen. Muss er auch. Und wir bauen weiter aus. Wir brauchen auf jeden Fall mehr davon. Brauchen wir auf jeden Fall noch einen Robo. Okay, er geht nach oben. Haut sich aber nicht auf. Könnte für ihn ein Problem werden. Mehr Kolosse! Er wurde nämlich immer mehr Marines. Oh, wir brauchen unbedingt viel mehr Kolosse. Und das so schnell wie möglich. Wir können auf jeden Fall gleich noch eine Echse nehmen, eine vierte. Geht er da rüber? Hat Ghosts hat er dabei? Brauchen wir auch. Das ist gut, das ist schlecht. Da wollen wir nicht fighten. Ja, ich hasse es. Das baut sich schön vor. Hat er den Vorteil auch, dass er halt alles sieht, ne? Die sieht aber jetzt gerade nicht. Ich bin hier. Oh, das ist schlecht für ihn. Das war's. Oh, da hat er ordentlich verloren. So, ich brauche auf jeden Fall einen Warp Prison unbedingt. Und die zwei Panzer machen es jetzt auch nicht fett. So, jetzt gehen wir einmal drüber. GG! Puh, uiuiui, spannendes Spiel. Also ich habe schon echt gedacht, ich bin raus aus dem Game. Aber Kolosse. Und ich muss sagen, sein letztes Placement. Wir können mal kurz ein Stück zurückspulen. Moment. Dem Punkt, wo sein Army crushen. Das war zu knapp. Ein Stück zurück. Hier.
Da. Er steht gut. Er steht nicht schlecht. Also, na gut, dahinter ihn, da steht auch eigentlich scheiße, weil die Kolosse kommen echt drüber. Weiß jetzt nicht, für wen es da besser war. Theoretisch für ihn, aber... Ja, jetzt kommt gleich der Fehler. Er hätte auf jeden Fall noch mehr Falcons gebraucht, das definitiv, und ein paar Vikings gegen die Kolosse. Und das war der größte Fehler. Marines zu weit vorgenommen. Ohne Angriffsbefehl am Anfang. Und Panzer waren nicht aufgebaut. Ja. Das war definitiv sein Lose. Und ihm hat dann zum Schluss auch noch die vierte gefehlt. Also da hätte er schon eher eine haben müssen, theoretisch. Aber sonst so ist er eigentlich gut saturiert überall. Ein bisschen übersaturiert teilweise. Deswegen hätte er eine vierte gebraucht. Die ich ja auch gebaut habe, weil meine Main ist ja auch raus gewesen. Aber egal. Wir haben gewonnen. Und das zählt. Und ja, wir hoffen, wir werden bis zum nächsten Mal wieder besser. Immer besser gegen Terra. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Muttibär. Bis dahin. Tschüss, tschüss. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Muttibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Muttibär. Tschüss, tschüss.